Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Diesmal zeige ich euch, wie man die Augentexturen-Mods für Fallout 4 installiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal müsst ihr auf diese Seite hier gehen von Nexus Mods, um die Mods The Eyes of Beauty Fallout Edition, die auch schon die The Eyes of Beauty für Skyrim gemacht haben. Und dann müsst ihr von dort die Datei runterladen, indem ihr hier auf Files geht, dann Download Manually. Ihr müsst euch eventuell hier oben anmelden. Dann könnt ihr hier einen Server auswählen, die Datei runterladen. Könnt dann in den Ordner gehen, wo ihr die Datei runtergeladen habt. Das habe ich hier schon gemacht. Diese Datei, die RAR-Datei, müsst ihr dann entpacken. Dazu braucht ihr WinRAR oder 7-Zip oder irgendetwas ähnliches. Dort drin befindet sich dann diese Textures-Datei. Die müsst ihr kopieren, in euer Fallout-Verzeichnis gehen, was ihr so findet, indem ihr auf die Festplatte geht, wo ihr Steam installiert habt. Steam Games, Steam Apps, Common, Fallout 4. Dort in den Data-Ordner das dann hineinkopieren. So. Dann seid ihr mit den Texturen so fertig. Müsst ihr als nächstes nur noch in euer Fallout My Games Verzeichnis gehen. Das findet ihr unter Dokumente, My Games, Fallout 4 und dann in die Fallout 4 INI. Dort sucht ihr den Eintrag Archiv, diesen hier, macht eine neue Zeile und kopiert diesen Teil hier rein. Dann könnt ihr die Datei ganz einfach speichern, beenden. Und schon habt ihr Fallout 4 mit hochauflösenden Augentexturen. Bis zur nächsten Folge. Und man sieht sich.